Leute, weiter geht's mit dem Duell gegen Paris Saint-Germain. Der letzte Strohhalm in Richtung Champions League. Ihr seht auf die Tabelle, 3 Punkte nach 3 Spielen. Dieser Sieg gegen Slavia, Niederlage in Tottenham, Niederlage zu Hause gegen PSG, wo wir uns eigentlich quasi das Spiel selber kaputt gemacht haben, durch diese Elfmeter, die auch richtig waren, muss man sagen. Die einfach dämlich, aber richtig waren. Und, ja. Sollten wir jetzt in Paris nicht gewinnen, dann wird das Thema mit der Champions League, ich denke mal, sich heute erledigen. Und der nächste Gegner kommt tatsächlich jetzt auch noch hinterher, weil schwere Gegner kommen hinterher, nämlich RB Leipzig. Also wir haben dann Paris, Dortmund, die Bayern, jetzt nochmal Paris und dann RB Leipzig. Das waren, sind dann so die quasi 5 Knaller hintereinander, die du bekommst. Wir haben auch noch einige Nachrichten bekommen kurz. Kolasinac ist weg, 37,2 Millionen, wechselt 30 Millionen. So, Mindestverkaufssumme. Ich will jetzt noch mal ein bisschen was in Geld zählen. Mal gucken, ob Ajax mitgeht. Ich denke nicht, aber man kann es ja mal versuchen. So, weiter geht's auf jeden Fall jetzt gegen Paris. Ich scheiße jetzt gerade so ein bisschen auf die Pressekonferenz, wenn ich ehrlich bin. Ich will meinen Fokus eigentlich gerade jetzt ein bisschen auf das Topspiel gegen Paris Saint-Germain richten. So, deswegen werde ich jetzt auch mal umstellen noch schnell. Sprich, Duarte raus, Ludewig dafür rein. Um einfach nochmal neue Impulse zu setzen, vielleicht für die Sechser-Position. Ludewig hat es gar nicht mal so schlecht gemacht gegen die Münchner Bayern. Hat einige Lücken zugelaufen, klar, hat auch ein... Hat einen kleinen Fehler eingebaut, aber naja, eigentlich war es überreden und ich denke mal, das sollte heute die Belohnung sein. Ich muss ja was ändern und werde wieder Kolasinac hinten auf die Linksverteidigerposition ziehen. Mal gucken, vielleicht bringt es was. Aber wie gesagt, es ist heute der letzte Strohhalm, sollten wir das Spiel heute in Paris nicht gewinnen, denke ich mal. Oder sagen wir mal verlieren, war es das. Aber wie gesagt, es ist noch ein bisschen was zu tun. Vielleicht mit dem Unentschieden könnte man theoretisch noch weiterkommen. Da müsste man aber Tottenham zu Hause schlagen und auch natürlich in Prag noch gewinnen. Und ich mal ein bisschen hoffen auf einen direkten Vergleich, zwischen Paris und Tottenham. Also das sind viele Rechenspielchen, aber lass uns heute erstmal das Spiel spielen. Und dann kann man immer noch weiterschauen, wie es dann am Ende final aussieht. So, ich gehe jetzt mal rein ins Spiel. Ich bin gerade heiß drauf, ich will dieses Spiel spielen. Und hoffentlich, dass wir hier was mitnehmen. Hallo zusammen, heute melden wir uns aus Paris. Genauer gesagt, aus dem Parc des Princes. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden Sie durch dieses Spiel begleiten. Die UEFA Champions League läuft. Es kommt heute zu einem Duell in der Gruppenphase. Paris Saint-Germain gegen Schalke 04. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten. Le numéro 14, Juan Bernat. Le numéro 23, Jorginho Wijnaldum. Ja, Paris wird alles andere als einfach heute zu bespielen sein. Wir haben es aber eigentlich im Hinspiel uns ein bisschen selbst verbaut. Wir haben 3 blöde Elfmeter gekriegt. Und ja. 2 davon hat Mbappé verwandelt, einer mit Glück, einer war souverän. Einer da verschossen, beziehungsweise wir haben ihn gehalten. Und das bedeutet heißt halt Niederlage und damit steht Paris das 4 Punkte vor uns. Beim Sieg wäre alles andere als gut möglich gewesen. Wenn wir 6 Punkte gehabt, dann hätten die Gegner 4 gehabt und. Da sieht das Ganze ein bisschen rosiger aus, aber so sieht es halt anders aus. Ja, das stimmt. 4-2-4. 4 Stürmer. Gleiche Offensive wie auch tatsächlich das Hinspiel. Ich glaube, allzu groß hat sich nichts geändert. Ist, glaube ich, ziemlich dieselbe Aufstellung. PSG ist natürlich als eines der Top-Teams hier in der UEFA Champions League zu handeln. Ja, berechtigterweise. Gucken wir uns jetzt mal in dieser Vorrundenpartie direkt an.
Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Wir haben wieder ein bisschen zurückgewechselt. Kolasinac, neu für Duarte und Ludewig als Sechser, um da hinten ein bisschen zu stabilisieren. Und Winterpause wird der Kolasinac schon zwar verlassen, aber ich muss halt mal schauen, was passiert, was wir geholt wird. Aber heute, wie gesagt, muss es auf Sieg gehen. Anders, alles andere ist heute einfach nicht möglich. Ja, blöder. Vierter Spieltag in der UEFA Champions League, wo sie so langsam entspannen. Ne? Mhm. Ja, das ist so die Phase, wo sich die Ersten schon verabschieden aus dem Wettbewerb, wo sie erkennen, ne, das ist vielleicht doch eine Nummer zu groß für uns. Das ist es einfach. Heute muss es irgendwie voll auf Sieg gehen. Das bringt halt nichts. Ach, wieder so ein blöder Ballverlust. Im Angriff jetzt Kylian Mbappé. Mbappé. Der Doppeltorschütze vom Hinspiel. Mbappé. Jetzt kann die Alleingabe kommen. Könnte die Führung werden. Und da ist es schon. Du kriegst denn nicht gestoppt. Ich denke, das Thema Champions League wird sich für uns heute erledigen. Nochmal dieses Tor. Ja, komplett einfach unnötig. Das war wieder so ein blöder Fehler da hinten. Du kriegst keinen Zugang. Ja, in der Tat. Viel zu schnell. Und im Abschluss auch noch. Schau mal, Rudi Rosso. Und da ist er vorbei am Verteidiger. Ein frühes Gegentor, natürlich, das ist das Thema. Lucas Alario. Alario! Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Maximiliano Gomez. Ja, schön geholt da. Ach. Wird Einwurf geben. Klasse Aktion, Ball. Warum auch immer der den Ball so weit dahin wirft, da steht einer vor ihm. Was macht er? Wirft den Gegner zu. Mbappé. Da hat er nur noch den Tor. Ziemlich ungleiches Duell gegen Akpo Guma und glücklich, dass Savic da mit dem Fuß noch reinkommt. Das ist es halt. Pablo Sarabia. Schön gemacht, diesmal zugelaufen. Kolasinac. Lucas Alario. Guter ja! Marco Richter! Sieht gefährlich aus. Marco Richter! Könnte der Ausgleich sein. Chance lebt noch. Es war mal eine Chance da. Es ist noch eine Chance da. 22. Aber das sind halt diese Chancen, die du nutzen musst. Marco Richter mit der riesigen Chance im Ausgleich. Die Gelegenheit. Und da ist er! Und da ist der Ausgleich. Und es ist Paulinho. Wie gesagt, wir müssen das Spiel eigentlich zumindest mal ein Pünktchen fischen. Weil ich denke, dass Tottenham gewinnt. Aber wie gesagt, ich denke, ein Sieg wäre alles andere. Also Paulinho auf jeden Fall mit nach dem Einwurf Colasina, schon glaube ich De Rosso und dann kam Paulinho, der sich da durchsetzt. Gegen Marquinhos und dann steht es hier 1-1 plötzlich. Und das meine ich mit der Chance, Thema Chance. Er schöpft jetzt natürlich wieder Hoffnung. Seine Mannschaft macht das aber auch im Moment richtig gut. Paulinho, sein drittes Tor in der Champions League. 1-1. Büt, Marke, Bar. Le numéro 7, Paulinho. Genau. Ein bisschen Glück da leider im Kampf. Kam De Rosso nicht durch. Also auf jeden Fall kam der Schattensprecher gerade und meinte, das Tor für Paulinho. Ich finde es gerade cool mit dem französischen Pokal, mit dem französischen die Gelegenheit für die Flanke. Stadionsprecher. Das Thema mit Paulinho Tor können wir durchaus noch ein paar Mal hören. Aber wie gesagt, es gibt jetzt erstmal Ecke für Paris, die Chance von Mbappé und Zentner, der das gut löst. Ja, wo? Pa, super Alario. Ah, kriegt er den durchgelaufen? Super, nein, mit ein bisschen Glück dabei, dass Paris den da hinten abgelaufen bekommt. Ich glaube, ja, es war Marco Richter, der da durchmarschieren wollte. Kai Walker. Und jetzt der Schuss. Kai Walker, ein Schüsschen. Ja, da müssen wir mehr draus machen. Das war eine richtig gute Chance. Ja, ich kann den Frust verstehen, wenn du als eigentlich stärkeres Team dann doch nur dem Remis entgegengehst, das ist bitter, aber das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Sie haben kaum klare Chancen, das ist alles halbherzig.
Aha. Mein lieber Schwan, das war gefährlich. Im Strafraum kann das auch schnell Elfmeter geben. Kennen wir ja schon. Gegangen. Und der Rose, und jetzt gegen Kyle Walker. Der Niederländer ist schneller als der Engländer. So zumindest, sagt man gerade. Schön gemacht, jetzt die Flanke. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade. Ja, da wollte ich zu auf Marke Nummer sicher machen. Hab dich. Und jetzt die Schalker plötzlich. Tor. Sie drehen es vor der Pause noch. Yes. Auf einmal sind wir vorne. Paulinho. Wie gewünscht. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Aber schön gespielt da auch. Gut abgeschimmt. Alario. Und dann steht Paulinho frei vor Areola und nutzt die Chance. Und macht das 1-2. Und plötzlich sind die Schalke wieder komplett da. Jetzt hätten sie nämlich 6 Punkte. Paris wäre bei 7. Genauso wie Tottenham. Und auf einmal wird es wieder Richtung Finale gehen in den letzten beiden Spielen. Das sähe wieder komplett anders aus, gerade was die Tabelle betrifft. Wir werden momentan gerade wieder voll mit der Verlosung. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Und dann ist Pause. Drei Treffer haben wir durch Gang 1 gesehen. Die Gäste führen. Man bedenkt, ja, wir haben 2 von 3 Torschüssen einmal genutzt. Führen. Sieht gut aus, was er bisher macht in dieser Partie. Sie haben richtig Mühe mit ihm heute. Er kommt immer wieder zum Abschluss. Absoluter Unruheherd ist momentan der Brasilianer Paulinho, der das momentan sowas von gut macht. Wir gucken da nicht auf unsere anderen Ergebnisse. Wir gucken einfach nur, was erstmal, was wir machen. Wir müssen unser Spiel hier in Paris gewinnen. Aber wie gesagt, ist es noch ein bisschen was zu tun. Richter. Setz dich erstmal durch. Richter. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Das war nicht ganz ungefährlich, weil, wie gesagt, da war einer frei, so ein bisschen im Rücken. Ja, da müssen Sie aufpassen. So. Einwurf, der Ball war draußen. Einwurf von Paris. Klostermann, Walker. Da kommt die Ecke durch, die... Das gibt Einwurf. Ja, es gibt Einwurf für die Schalke auf einmal wieder. Genau, schön gemacht. Lucas Alario. Glöcker! Wieder ein bisschen Dusel dabei der Gelsenkirchener. Für Paris, Entschuldigung. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für den FC Schalke. Dann geht es zu Hause gegen Leipzig. Klingt nicht schlecht, oder? Wir freuen uns drauf. Abseits. Nee, kein Abseits. Glück gehabt, aber Ecke. Und das ist eine Merkung unnötig, weil der eigene Fehler da hinten ein bisschen was... Sarabia raus. Ottavio. Ecke in die Mitte. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Schön erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Jetzt kommt die Schalker. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Glück gehabt. Und jetzt haben hab ihn. Vielleicht die Konterchance. Jawohl, schönes Ding. Du Rosemund, der hat mich Power noch. Der hat noch Geschwindigkeit. Jump, Fairo, De Rosu, 3-1. 63. Marco Richter. Man nutzt einfach genau wie vorgegeben die Chancen hier in Paris. Kriegt sie dann auch. Und macht sie vor allen Dingen auch. Knapp unter die Latte, das passt, das Ding. Areola war ohne jede Chance. Der kann da fliegen, wie er los in Laune. Das Ding passt. Marco Richter macht's. Eisekalt. Aber schön auch gespielt auf die Rose und der da auch richtig gut durchgegangen ist. Die Flanke passt. Schön den Rücken der Abwehr gespielt. So funktioniert. Der erste Champions League-Tor für diese Saison im 4. Spiel, aber das ist dem herzlich egal, wie oft er gemacht hat. Also, mal gucken, was noch passiert, so in der Halbzeit. Erstmal der Ball weg. Lucas Alario. Ja, schöner Ball. Aber kommt er an? Kommt der auf den Richter? Ja, der kommt auf Richter. Ja, der war gut. Wir waren ein bisschen zu lange ins Tor gespielt. 68. Minute, rund noch 20 Minuten.
das ist nicht gut, was man da spielt. Marquinhos jetzt. Marquinhos, ja. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Mappé. Nicht viel zu sehen von ihm. Jetzt der Ball. Spielen, wird's ein guter Konter. Wieder Marco Richter. Schön gemacht. Jetzt 4-1 sogar noch. Alario. 74. Ja, man vergeigt sich selbst das Hinspiel und schlägt dann in Paris eisekalt zu. Zumindest stand jetzt. Und wieder ist es ein Ball über die Außen. Wieder Marco Richter, der da mit Tempo vorbeigeht. Und dann den Ball einfach nur querlegen muss. Alario. 4-1. Und damit hätte man auch den direkten Vergleich gegen Paris für sich entschieden, sollte es zum Gleichstand kommen. Aber wie gesagt, man ist momentan komplett drin in der Saison. In der Gruppe noch. Man meldet sich wieder zurück als dem Motto, hallo, ich bin auch noch da. So. Jetzt kommt Kone noch. Ich bringe jetzt 3 Wechsel, weil... Gut, ich denke mir, das Spiel ist entschieden. Es ist natürlich... Klar, es ist Paris, ne? Paris ist nicht ganz ohne, aber... Es ist zumindest mal eine Marke, eine hohe Hausnummer, für dieses Ding hier zu gewinnen. So, auf geht's. So, die letzten 15 Lucas Alario, sagt man gerade. Ja, wie gesagt, das ist das. Man hat die Chancen bekommen, man hat der Art so eiskalt genutzt. Man zeigt dem Gegner, man ist wieder so ein bisschen mit drin. Das ist eine gute mannschaftliche Leistung. Kobylanski jetzt erstmal wieder mit einem Ballgewinn, der auch deutlich viel Platz hat. Jetzt vielleicht. Und dann mit Glück Areola, der das Ding am Ball vorbei. Ja, mal einfach mal probieren, warum nicht? War nicht wirklich gut. Keine schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ja, da wird es eng, sie sind da und dann kannst du den kaum besser machen. Naja. Still geworden ist es hier, Buschi, aber auch kein Wunder, ziemlich still. Nee, das sind die Fans nicht gewohnt, dass ihre Mannschaft so chancenlos ist. Bernat. Und jetzt Marquinhos. Wijnaldum. Donnie. Da geht er gut in Müll von dem zu sehen. Das egal, ist Zeit raus. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Paris Saint-Germain ist hier klar im Rückstand. Heute können sie ihre Leistung einfach nicht wie gewohnt abrufen. Das könnte die Gelegenheit geben. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Ja, damit hat man es dann doch irgendwie noch mit zurückgekämpft. Nach der Zeit sind 3 Minuten. Die Chance jetzt. Und man verlegt es noch vorbei. Ja, schade. Dann war's das. Yes! We are back. Wir sind zurück. Also Hausaufgaben sind erledigt, wir sind zurück in der Dings. Ich denke mal, dass Tottenham Slavia Prag schlagen wird. Dementsprechend hast du mit Paris und Tottenham 7 Punkte, wir haben 6. Also, 2 Spiele sind noch zu spielen. Gute Chance für wir haben jetzt noch das Spiel Heimspiel gegen Tottenham, wir haben noch das Auswärtsspiel in Prag. Also, alles noch drin. Gewinnst du beide Spiele, bist du weiter. Und auf einmal, wie gesagt, hat man wieder Hoffnung. Und so unverdient war es auch nicht. Oh, Bayern verliert 0-3 zu Hause gegen Rom.
Jo, und dann mache ich mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter in der Liga. Und zwar mit dem Spiel gegen RB Leipzig.